Hi ihr Lieben, ich bin's, die Kiki von Kikis Kitchen und Winterzeit ist Lebkuchenzeit. Da sind wir uns alle einig und ich persönlich finde, dass jeder mal zu Hause seinen eigenen Lebkuchen backen sollte, beziehungsweise Lebkuchenhäuschen oder besser gesagt Hausfronten. So kann jeder sein eigenes Lebkuchenhäuschen von vorne richtig schön dekorieren und das ist auch perfekt geeignet, wenn ihr zum Beispiel mit Kindern dekorieren möchtet. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Jeder bekommt seine Hausfront und jeder kann sich dann austoben und das machen wir heute. Und ich zeige euch jetzt hier erstmal die Zutaten für den Teig, die habe ich hier schon bereitgestellt. Und zwar benötigen wir Honig, Zucker, hier habe ich Weizenmehl. Dann benötigen wir natürlich etwas Backkakao, das ist der stark entölte, etwas Lebkuchengewürz und Backpulver, zimmerwarme Butter und ein Ei. Wir starten jetzt mit Honig, Butter und Zucker. Das geben wir einmal in einen Topf und lassen das auf mittlerer Stufe einmal erhitzen. Jetzt hat sich alles miteinander verbunden, das muss auch nicht aufkochen, sondern wir geben das jetzt in eine Schüssel, damit es ca. 15 Minuten lang etwas auskühlen kann, ehe wir das Ei dazugeben und die anderen Zutaten, denn sonst würde das Ei ja gerinnen. Jetzt ist die Honigmasse abgekühlt und wir können das Ei einrühren und danach gebe ich auch schon alle weiteren Zutaten hinzu, verknete das erst in der Schüssel und dann auf der Arbeitsfläche und das alles mit den sauberen Händen. So, jetzt habe ich meinen Lebkuchenteig geknetet und der hat eine weiche, leicht feuchte Konsistenz und ich wickle das jetzt in Frischhaltefolie ein und gebe das für 60 Minuten in den Kühlschrank, damit er erst entspannen kann, ruhen kann und dann stechen wir auch schon unseren Lebkuchen aus. Und nach der Kühlzeit wird der Teig einfach auf etwas Mehl auf der Arbeitsfläche ausgerollt, so ungefähr einen Zentimeter dick zur Orientierung. Und dann könnt ihr euch auch schon eure Lebkuchenhausteilchen ausstechen. Jetzt werden die vorbereiteten Lebkuchenteilchen gebacken und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen. Und wenn ihr jetzt mit mehr Tiefe arbeitet, das heißt so ein bisschen 2D-Optik haben möchtet und das eine ein bisschen flacher ist als das andere, dann müsst ihr eben die flachen Lebkuchenteilchen ein bisschen eher aus dem Ofen nehmen. Und insgesamt dauert die Backzeit 10 bis 15 Minuten. Danach lasst ihr es vollständig auskühlen und dann können wir dekorieren. Bis gleich! Unser Lebkuchen ist jetzt ausgekühlt und wir können uns voll und ganz der Dekoration widmen. Und für mich ist das Dekorieren so wie Meditation. Also ich gehe dann wirklich in mich und dann dekoriere ich nach Herzenslust. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ihr könnt das hier gerne mit Kindern machen, die Dekoration gerne auch mit Freunden zusammensetzen und dann einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Und für die Dekoration brauchen wir jetzt das sogenannte Royal Icing. Das besteht aus zwei Zutaten, nämlich Puderzucker, den habe ich hier schon in einer großen Schüssel, und ein Eiweiß. Und das verrühren wir jetzt ganz einfach miteinander. Das Tolle ist, dass ihr das Royal Icing jetzt beliebig mit Lebensmittelfarben einfärben könnt. Da habe ich jetzt rosa und grün genommen und wer weiß, welche Farbe noch dazu kommt. Und da habe ich natürlich auch einen Teil weiß gelassen, denn das bietet sich ja perfekt an, denn das ist unser Schnee. Und jetzt könnt ihr nach Herzenslust dekorieren und am besten füllt ihr euch euer Royal Icing dafür in Spritzbeutel, schneidet vorne die Spitze ab und dann kann es auch schon losgehen.
Und solange das Royal Icing noch nicht ausgehärtet ist, könnt ihr noch Süßigkeiten nehmen, Konfekt oder so wie ich Streusel. Da gibt es ja zur Weihnachtszeit und zur Winterzeit besonders viele Varianten. Und dann könnt ihr das damit auch noch dekorieren. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kreation. Die dürft ihr nämlich gerne teilen mit dem Hashtag Kaufland oder auch gerne mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram und Facebook. Schaut in die Videobeschreibung, da steht alles, was ihr wissen müsst, um das Ganze jetzt nachzumachen. Und dann freue ich mich, von euch in den Kommentaren zu lesen. Und dann würde ich auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Rezeptvideo hier auf dem Kaufland-Kanal. Tschüss!